Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, dem Pathos Exile Necropolis Projekt. Jo, wir spielen die neue Liga. Die hat einen besseren Endcontent und irgendwie ein ziemlich cooles Crafting-System. Und ja, ich heiße euch eben herzlich willkommen beim, jo, ziemlich oft hoffentlich kommenden Let's Play, damit wir auch viel, jo, erreichen. Und ich habe jetzt einfach einige Zeit Pause gemacht von Pass of Exile, auch wegen Last Epoch, weil das ja auch ziemlich schnell und gut wird. Aber Pass of Exile ist ja immer noch der König sozusagen von Hagenslays und bin sehr gespannt, wie es so wird. Es war ja in der letzten Season auch ziemlich schwierig noch. Da haben wir ein bisschen gespielt, hatte aber Performance-Probleme. Durch irgendwie CPU oder RAM-Überhitzung, obwohl ich einen guten PC habe. Und jetzt scheint es ziemlich gut zu laufen. Jo, jetzt werden wir noch kurz schauen, ob wir irgendwas verbessern können, weil ich bin jetzt einfach wegen Zeitgründen ein bisschen reingeplatzt. Zuerst mal V-Sync muss ich nicht anstellen wegen FPS-Cup. Gut, das ist okay. Habe ich irgendwas runtergestellt? Ja, ich habe Shadow runtergestellt zum Beispiel. Performance-Problem. Bloom lasse ich mal bei 98%. Jo. Sollte eigentlich alles ziemlich gut sein. Diese Sachen hier kenne ich nicht so auswendig. Die machen das runter. Die sollte man nicht anstellen. Die machen einfach die Sicht, also die Optik runter. Verpixelt und so sieht es dann ab. Wenn es nicht gute Leistung gibt. Naja, okay. Also. Jo, bin mal gespannt, wie es so wird, oder? Es wird viel überarbeitet sein, wahrscheinlich. Und, okay, ich habe ein bisschen Probleme mit Schatten, scheinbar. Was war's? Da sieht GI, also GI-Quality. Keine Ahnung, wieso das ist, weil halt Nvidia immer mehr Einstellungen macht und dadurch so ältere Spiele echt viel Performance verbrauchen, da die noch nicht diese Einstellungen gut verwenden. Also zum Beispiel auch Raytracing ist ja immer das Problem, dass Grafikkarten, die kein Raytracing haben, dann anfangen zu glühen. Oder wenn es kein Raytracing gibt, einfach diese Performance für die neuen Grafikkarten gar nicht so gibt. Und so Sachen. Also genau das Gegenteil ungefähr. Genau kann ich das nicht sagen. Ich bin echt ein Laie über die Grafik. Ich weiß nicht genau, wie das so läuft. Das dürft ihr gerne verbessern oder sogar mich korrigieren. So, ich habe ein bisschen geschaut, dass ich ein bisschen Level bekomme, aber es reicht nicht. Das dauert sonst auch zu lange. Der Hilok ist halt im Nahkampf auch ziemlich stark. Ich könnte ihn vielleicht ein-, zweimal hitten und dann weggehen. Ja, okay. Wir bekommen nicht so viel Schaden. Ja, doch schon über, aber... Ist immer so für Nahkämpfer so schwer. Für Fernkämpfer voll easy. So. Okay, gut. Der Itemfeld ist scheinbar noch nicht aktiv. Den habe ich ja, aber... Doch, ist aktiv, der tut nur irgendwie nichts machen. Nein, ist nicht so schlimm. Also, was tue ich für ein Bild machen? Ich habe einfach den erstbesten genommen vom Duellisten. Shatterstrike ist es, glaube ich. Den Bild habe ich unten verlinkt. Ah, Cold Resistance. Ziemlich gut. Da können wir schon zwei Waffen benutzen. Cool. Stimmt. Also wir spielen bald mit Spectral Helix, genau, oder Helix Spectral sagen. Und das können wir, glaube ich, ab Level 12 oder 18 oder so. Wir spielen, wir könnten mit Splitting Spiel ein bisschen spielen, aber haben ja diese Schriftrolle nicht so. Blut haben wir. Wir nehmen vielleicht noch eine Attacke oder so mit.
könnten Spectral Show eigentlich verwenden. Ne, wir lassen es mal bei Splitting Steel. Es ist halt einfach eine Attacke, die man so ein bisschen benutzt. Und dann irgendwie so Schwerter ringsum sind oder kleine Klingen. Oh, ich hätte es so hier holen können. Ich denke, Molten Strike ist die beste momentan. Auf jeden Fall. Und greifen wir mit dem Zutz. Also, ja, weiter an. Gut, ich denke, ich nehme Double Strike, aber raus. Ich halte nichts von Double Strike, aber setze es nicht so aktiv ein. Also Double Strike ist halt einfach ein bisschen problematisch mit den zwei Schlägen. Du kannst nicht so gut ausweichen. Und es ist eher Solo-Angriff. Haben wir hier nirgendwo einen NPC von diesem Event? Kann ich irgendwie auch die Minimap ein bisschen rauszoomen? Das ist nicht mehr so genau. Okay, es ist nicht die Attacke, die ich meine, habe ich das Gefühl, aber es werden einfach so Eisenschwerte geworfen. Gut zu wissen. Okay, ich kann leider die Attacke. Ah, ich muss wahrscheinlich Mana haben dafür. Good to know. Mal schauen, wie schnell ich wieder lerne. Jetzt, genau. Okay, gut. So. Das ist schön gemacht. Also, ich finde Last Epoch noch ein bisschen unfertig, oder? Dass man so Attacken dann noch einsetzen könnte. Also nicht einsetzen könnte, sondern einfach der normale Angriff dann einsetzt. Ist ziemlich gut. Oh, oh, wie schnell die Kugel runterging. Nur wegen ein bisschen Brandschaden. Hatched. Ja. Sich nicht. Ja, das Spiel eben, könnte es hoffentlich gut genug. Hack and Slay, oder? Und es hat immer so spannend wegen dem Loot und es macht einfach viel Spaß zu schnitzeln. Einfach eines meiner Lieblingsgenres. Wenn nicht schon das Lieblingsgenre. Also immer noch. Und ja, man muss natürlich immer besser werden, bessere Items finden, genau, und das motiviert mich auch immer so sehr. Ich bin einfach immer noch der alte Junge, der Diablo 2 so mega gesuchtet hat und immer Items finden will, immer noch Bosse erledigen können, Dungeons machen will und so weiter. Ja, mittlerweile gibt es sicher auch mehr Dungeons und Sims im Spiel. Es sind halt Maps, oder? Es ist nicht so toll, wie zum Beispiel, ja, den Ararat zu besteigen, den Weltsteinturm zu erobern und so. Es gibt halt ein Gefängnis dann gleich später, aber sonst, ja. Ich möchte gerne wirklich viel erleben, oder? Ich möchte. Oh Gott. Oh Gott. Meine Güte, ich habe jetzt gerade mich gekratzt am Kopf. Das ist nämlich der Gebietsboss und der sagt immer auch ziemlich stark für den Anfang. Das Spiel ist recht schwer, das kann ich sagen. Man muss schon fast gezwungen handeln und ich brauche zum Beispiel Lion Ace Vision. Das ist eine Penetrator-Rüstung. Du wirst auch penetrieren, also der Mitspieler, der hinter uns ist oder so, der wird danach getroffen, weil der Pfeil zum Beispiel durchgeht. Und sonst müssen wir einfach einen Gem mehr, also Support-Gem mehr tragen und ich weiß jetzt nicht, ob es gut geht. Wir können dann immer noch einen Bild mehr machen, der einfach dann geht, oder? Wir können auch währenddessen noch ein bisschen spielen mit einem anderen Charakter und so weiter und ja, beim Livestreams machen, klar. Also es kann sein, dass ich dann plötzlich irgendwo weiter bin, dann schalte einfach den Livestream. Ich mache die Livestream immer so gut wie möglich, wie ein Let's Play. Einfach, dass mich manchmal vielleicht jemand begrüßt oder Kommentare gleich beantworte. Für euch ist es aber hoffentlich nicht störend, sondern eben besser, weil ihr natürlich dadurch auch direkt irgendwie Antworten bekommt. Aber ihr dürft eben gerne auch so immer wieder schreiben. Kommentare schreiben. Habe ich sehr gerne. Beantworte ich auch sehr gerne. Und ja.
So, ah, okay, jetzt kommt der. Dann habe ich, glaube ich, im Trailer habe ich den gesehen. Oder in der Vorstellung. Okay, es ist halt Englisch. Ich könnte auch auf Deutsch machen, stimmt. Weil beim Start tut es immer sofort auf Englisch. Und auch wenn man Deutsch auswählt, ist es immer noch Englisch. Und das haben sie nie gemacht. Also ich werde jetzt mal kurz auf Deutsch stellen, wenn es geht. Ich glaube, ich muss ins Hauptmenü. So, machen wir doch das nochmal. Habe ich jetzt gar nie gemerkt, oder? Ich bin so gewöhnt. Okay, ich muss kurz das Game beenden. So, das ist das Skilltree, genau. Wo ist das Game? Da unten links. Es tut automatisch auf Deutsch starten. Auf Englisch starten. Okay, es tut auf Deutsch starten. Man kann gar nicht mehr auswählen. Jetzt gehen wir nochmals zu ihm und machen auf die Quest jetzt auf Deutsch. Genau. Boah, ich bin jetzt einfach reingeplatzt und habe nicht mehr gesehen, dass es dooferweise immer auf Englisch zurückgeht. Weil ich spiele die Games natürlich gerne auf Deutsch. Ich kann ja immer die Sachen auch übersetzen. Jo, ich tue jetzt das mal überspringen, gell? Okay, aber ich kann nichts machen hier. Was willst du jetzt mir dazu sagen? Machen wir einfach mal weiter. Okay. Ich möchte gerne. Blitzschaden. Ah, die Gegner machen Blitzschaden. Ja, wow. Also die haben Zauber, dann mache ich das Skelett hier. Machen wir die mal als Feuerschaden. Ich denke, die Zombies sind am einfachsten. Dann machen wir das mal. Die sind am schwierigsten. So. Machen wir mal so. Ich muss einfach den Monstern irgendwelche Bonis geben. Ich dachte, das wirkt auf mich. Wäre cool gewesen. So. Ja, ich finde jetzt irgendwie die Attacke auch nicht so gut, wenn die so spreadet. Okay, Achievements habe ich freigespielt. Jo. Okay, die machen ein bisschen mehr Schaden jetzt. Es ist noch cool, dass man selber doch ein bisschen den Schwierigkeitsgrad anpassen kann. Ich finde irgendwie Splitting Speed vielleicht. Splitting Steel ein bisschen besser da. Okay, jetzt habe ich irgendwie etwas. Eine wilde Krabbe. Hey, was ist das? Okay, wir sammeln Leichen ein, scheinbar. Gut, jetzt kommt er. Mit einer alten Schubka. Oh Gott. Okay. Ich will aber noch mehr ansammeln. Okay, wir gehen mal rein. Sehr interessant. Ist irgendwie gut gemacht. Ah, und die kann man jetzt hier rein tun. Das sind heimgesuchte Modifikatoren. Und solange braucht das irgendwie. Wir müssen die Nachbargräber, okay. Jo, wir müssen die Nachbargräber auch noch füllen, damit man mehr Modifikatoren bekommt und so. Interessant, wirklich sehr interessant. Ich bin total einfach wieder irgendwie drinnen. Also noch nicht ganz spielisch drinnen, aber einfach. Ich weiß schon, wo sich das an. Ja, da muss man ein bisschen Knowledge, also ein bisschen Erfahrung sammeln. Schade, dass wir so wenig Mana haben. Wir haben bald viel mehr Mana. Also wir bekommen eine Note über, der Mana gibt. Jo. Und nehmen vielleicht noch andere extra Modifikatoren mit. Mit Mana. Ich muss irgendwie Einsicht, heißt es auf Deutsch, glaube ich. Nehmen dann noch als Game unbedingt. Insicht. Okay, das ist nicht so effizient, schade. Er ist ziemlich stark geworden. Er war doch immer so ein kleiner Schwächling. Also mit einer Attacke. Also eine Attacke hat immer viel Schaden gemacht, aber die Attacke zum Beispiel hier nicht. Ich weiß gar nicht mehr den Namen.
Okay, ja, das ist nicht so gut. Ja, das Spiel wurde wirklich schwieriger. Das war ja auch gewollt. Da müssen wir ein bisschen schauen. Ja, wirklich, die meisten handeln und dann haben sie natürlich ein ganz einfaches Bibibox-Spiel. Und das mache ich nicht. Und deshalb ist es natürlich auch so dann später noch schwierig und braucht nicht mehr Schwierigkeitsgrade, aber andere brauchen halt Schwierigkeitsgrade. So, die halt immer cheaten, sozusagen. Immer blöde cheaten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt den Doppelschlag einsetzen soll. Naja, kommen wir Level, machen noch das Level. Hier in diesem Gebiet, ja. Zeit haben wir noch genügend. Okay, das nehme ich auch mit, danke. Ja, es wirkt. Es ist schon eine bessere Attacke zum Killen, aber trotzdem habe ich noch ein bisschen Probleme mit dem schnell killen und so. Naja. Also. Machen wir doch weiter. So, zum Beispiel und hier vorne das große. Gut. Ja, jetzt haben wir einen zweiten Modifikator. Den vergraben wir dann auch so schnell wie möglich. Und aber noch einen dritten gleichzeitig. Jetzt müssen wir immer wieder rein und raus. In diesem Gebiet ist eben dieser Einfluss. Und vielleicht in einem zweiten, dritten Gebiet auch. Hoffentlich. Sonst müssen wir abends herbleiben. Die sind noch besser, ja, mit dem Modifikator. Ja. Kann ich schon verwenden. Ach komm. Verwende ich doch. So. Okay, was sind denn das für Viecher? Farbkarten mit Einfluss. Okay, also die mit Einfluss haben so einen komischen silbernen Nebel. Das ist gut. Kann ich jetzt direkt rein? Ja. Aber das Gebiet ist jetzt gerade fertig. So. Wunderbar. Also es ist wirklich toll, das Gebiet jetzt auch ja, schwieriger sein können. Also es gibt ja immer wieder so Event, Belohnungen und so. Also von Ligen, wo es ein bisschen schwieriger wird, aber jetzt werden die ganzen Gebiete irgendwie schwieriger. Oder? Und dadurch, ja, kann mehr passieren, oder? Es kann einfach schwieriger sein. Physische Modifikatoren, glaube ich. Dann hier Angriffsmodifikatoren. So, kann ich direkt in die Stadt irgendwie? Ja, mit dem Portal, aber wir gehen mal kurz aus. Das macht mehr Sinn. Wir müssen ja diese Rollen noch ein bisschen sparen. So. Und wir können gleich weitergehen. Nur hier gibt es irgendwelche Gems zum Ding. Chance auf Bluten. Das ist eben wegen dem Mana-Verbrauch jetzt ein bisschen problematischer. Es ist 120% mehr Mana-Verbrauch, aber Bluten, ja, ist einfach noch schwach am Anfang. Ja, könnte auch ein bisschen stärker sein wegen dem wenigen HP der Gegner, aber ja, doch schon mitnehmen. Also mit nutzen. Und jetzt, ja, genau, Bewegungsgeschwindigkeit brauchen wir. Und Pierce, das ist das gewesen. Ja, das lohnt sich auch. Oh, Ruf der Ahnen ist halt auch sehr wichtig, aber das können wir eigentlich uns leisten dann. Also Pierce ist am wichtigsten. Das müssen wir gleich ausrüsten, damit es levelt. Und jetzt können wir noch ein paar Sachen verkaufen. Ich denke, ich tue mal das Schild ausrüsten noch. Ich denke, das müssen wir gar nicht identifizieren. Damit wir hier noch den Ding Ruf der Ahne mitnehmen können. Und den rüsten wir jetzt aus. Ich denke, bluten können wir zu zersplitterter Stahl. Ich muss das so machen. Genau.
Und den setze ich auf der WM. So, jetzt war hier noch ein rotes, grüner Sockel. Mist. Müsste eigentlich das Schild nutzen wollen können. Schuhe, aber Schuhe sind eigentlich schlecht. Wegen zwei Schiff dran. Immer das Sockelproblem. Ja komm, machen wir dann mal ohne Schild gerade momentan. Das ist jetzt doof, dass hier alles unsortiert ist. Nein, nicht hier. Ich wollte eigentlich das irgendwie Auto. Ah, das muss man glaube ich wieder einstellen. Währung, so. Und hier sind Maps. Wieso ist das nicht automatisch schon an? Unix auch. Und hier ist der Große, okay. Beim Großen tue ich immer Sachen rein, die ich gefunden habe, bei einem Part und so. Und tue dann aufräumen. Wo ist jetzt der Große? Ist doch der. Also, neue. Gut, neue Items, hellblau zum Beispiel, so. Das ist nicht gut zu sehen. Ist gar nichts neu. Gar nichts gut zu sehen. Mach ich zum Lila. Gut. Und der Trank müssen wir noch equippen. Gut. Also machen wir noch kurz ein bisschen hier in der nächsten Ebene. In der nächsten Map. Ja, ich möchte. Machen wir die Zombies, ja. So. Weil ich weiß jetzt noch nicht, welche Gegner welche Modifikatoren geben auch. Machen wir einfach mal die Schwächsten. Genau, und dafür bekommen wir immer so einen extra Hit über mit Ruf der Ahnen. Heißt das, glaube ich, gell? Ja, Ruf der Ahnen. Und das hilft einfach uns besser zu, also Gegner zu killen natürlich. Sind glaube ich zwei immer, ja, aber können den gleichen Gegner nochmal treffen. Aber die Mana-Kugel sagt etwas anderes. Hey, du hast mich nicht getroffen. Boah, meine Güte. Eine Gruppe ist einfach so ein kleiner Pool. Ja, ich sterbe bald, wenn es so weitergeht. Wenn die Gegner so stark sind und diese Modifikatoren. Ich glaube, das sind Nemesis-Modifikatoren oder so. Die waren immer so mega stark und sind immer noch viel zu stark. Ich mache, glaube ich, dieses Nebengebiet dann erstmal. Wow. Dann kommt zwar nur ein Respekt-Bild gegenüber. Ey, das ist jetzt wirklich böse, hey. Kann doch nicht sein, dass die so übertrieben stark sind, diese blöden Käfer. Krabbenviecher da. Ja, das. Es ist unmöglich, liebe Entwickler. Unmöglich! Du kannst denen nicht mehr ausweichen. Es geht nicht, liebe Entwickler. Ihr seid so blöd manchmal mit dem Schwierigkeitsgrad. Ja, okay, Last Epoche hat auch Probleme mit Schwierigkeitsgrad, aber das kann doch nicht sein. Dass man da so leiden muss am Anfang. Es ist wirklich meistens nur am Anfang. Man stirbt am Anfang einfach, weil man keine Chance hat. Jetzt habe ich es nicht angefangen. Oh. Na gut. Ich tue das mal wieder respecken. Ja, aber dann. Ich möchte auf das Symbol klicken. Ja, ich mache jetzt mal das ohne. Ey, wegen diesen blöden Anstürmen, ey, kann ich nicht mal aufs Symbol klicken. Es ist, also, ich weiß es nicht, wie lange ich das durchhalte mit einer Nervenkrankheit. Aber ich könnte die Entwickler sogar anzeigen wegen meiner Nervenkrankheit. Wegen zu nerviger Schwierigkeitsgrad am Anfang. Das ist unglaublich, ey. Und ständig auch immer diese Schilder. Man stirbt wegen den Schilden auch. Man stirbt wegen den Schilden auch. Es ist übertrieben, was Entwickler einfach für die Fans, die ganze Zeit dann handeln und mega gut sind, schon so nach einem Tag schon mega gut sind, weil sie so suchten. Einfach machen. Du kannst gegen die nichts machen. Die sind viel zu... Liebe Entwickler,
solche Modifikatoren mit extra Feuerschaden und so. Mach das mal ab Level 30, aber doch nicht mit Level 1. Das ist mir zu schwierig. Ich bin nicht so ein Spieler, der übertriebenen Schwierigkeitsgrad braucht. Ich werde damit nicht warm. Ich werde eher kalt, kaltblütig und ermordend gegen Monster. Wieso spiele ich am liebsten Assassinen, die sich heimlich anschleichen und Gegner killen? Ja, weil die Gegner manchmal zu schwer sind. Mann. Ich spiele so gerne so Spiele wie Dark Project, der Meisterdieb und so, also Thief. Einfach sie jetzt mittlerweile schon seit längerer Zeit. Einfach den englischen Namen haben sie genommen. Und so Sachen, Assassin's Creed, habe ich auch immer gerne gespielt. Ich weiß noch, auf der Konsole von meinem Kollegen. Und oh, der erste Teil und der zweite Teil auch. Nicht mehr so viel. Weil den habe ich geliebt. Aber der Kollege sagte so, ja, ich bin jetzt so beschäftigt mit Studium, ich spiele jetzt nicht mehr mit dir so viel. Und da haben wir halt einfach meistens nur Fußball gespielt draußen. Aber es war eine geile Zeit. Das ist, ich würde gerne nochmals die Zeit haben, wo die Spiele wirklich etwas Besonderes waren, weil sie halt nicht immer sofort kaufbar waren und ja, einfach noch nicht so viel Konkurrenz gab, so viele schlechte Spiele, so viele Bugs. Das war so eine geile Zeit damals und leider hat man das nie so richtig gönnen können. Man hatte immer zu viele Probleme mit irgendwelchen Berufen. Zum Beispiel bei mir war es halt Informatiklehre, IT. Und beim Kollegen war es immer Arzt. Ich wollte eigentlich auch Arzt werden, habe dadurch den Kollegen kennengelernt, aber bin dann einfach zu IT gegangen, weil ich natürlich Spiele entwickeln wollte. Und was haben wir gemacht? Den ganzen Tag Fußball gespielt. Manchmal eine Mordshitze. Ah, da ist er wieder, der Böse. Also es ist unglaublich schwer gerade wieder am Anfang, aber ich komme hoffentlich jetzt weiter, weil ich die Space auch Schaden, also die Nahkampfattacken auch Schaden machen. Aber es sind immer diese Modifikatoren. So ein Modifikator hat am Anfang vom Spiel einfach nichts zu tun. Das sind Probleme eines Spiels, oder das sind Scaling-Probleme. Ja. Genau. So, und boah, ich bin jetzt gerade ein bisschen angestrengt. Ich weiß es nicht. Mir macht das überhaupt keinen Spaß, wenn der Entwickler einfach nicht balancieren kann. Ich kann verstehen, ich will ja auch manchmal schwer haben. Ich will ein schweres Spiel haben, aber nicht ein Scrolling-Desaster. Kein Balancing-Desaster, oder? Versteht ihr? Aber nein, ich muss das immer wieder ertragen, weil dieses Genre so problematisch ist. Es ist einfach das Genre, das so viele Probleme macht, oder? Weil die Entwickler einfach faul und geldsüchtig sind. Aber gut, ich rede jetzt nicht von anderen Spielen, gell? Ich rede jetzt einfach von Pass of Exile und zum Beispiel noch Last Epoch, weil ich ja das immer bringe. Und da bin ich ja auch im Livestream irgendwie vorgestern mega gestorben, zweimal. Es ist einfach, es geht mir auf den Keks, One-Hit oder so zu sein. Es nervt, oder? Und jetzt einfach auch dieses Teil, oder mit dem starken Brandschaden, Reflexion. So Reflexionssachen haben in einem solchen Spiel nichts zu tun. Es lässt sich nicht balancieren. Weil du schaust nicht, oh, ist der Gegner reflekt? Okay, ich greife ihn jetzt gerade nicht an. Und ich warte, bis das Schild weg ist, damit nicht mehr Reflexion auf mich zukommt. Oder ich werde einfach OP, oder? Ich spiele den OP-sten Bild. So Sachen gehen auf den Geist, die sind nicht interessant. Aber, ja, bekommt halt auch immer wieder guter Content und das motiviert halt immer sehr. Aber wirklich, dass er wirklich schon und immer noch so viele Probleme macht. Ich weiß nicht, wie sie dieser Chris eigentlich denkt, oder? Ah, wir sind fertig.
Gut, wir haben noch eine Schriftrolle bekommen. Sehr schön. Also ich weiß es nicht, ob es wirklich auf Dauer. Also, ja, der Charakter muss eben schneller stärker werden jetzt. Das ist ja wirklich wieder ein Beat, der nicht gerade so mega OP ist, schon von Anfang an. Aber, jo. Wir werden uns durchbeißen am besten, gell? Genau. So, also Dankeschön fürs Zusehen vom ersten Part. Wir machen dann bald weiter. Ich bin jetzt einfach die 2 Tage wegen Ostern noch ein bisschen inaktiver. Genau. Und jo. Es kommt wahrscheinlich jeden Tag 1 bis 2 Parts. Oder ein Livestream auch von Pesofexa. Vor allem wahrscheinlich ein bisschen später am Abend oder am frühen Morgen. Also, ja, wenn ihr die live sehen wollt, halt ein bisschen, ja, schauen, wann es kommt. Und ja, Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.